Hallo und willkommen zurück bei Pokémon. Wir stehen vor der Arena. Na, will er mich verarschen? Nee, will er nicht. Er kann den Orden machen. Bock, falsch. Was machen sie? Oh, mein Togepi ist geschlüpft. Süß, aber will ich nicht haben. Und sein... Ja, ich muss definitiv erst ins Pokémon Center gehen. Wo ist das denn? Ah, hier. Gut, Arena Time. So mag ich das. Ja, bitte heilen, danke. Ach, und, wisst ihr was? Wenn ich schon mal hier bin, ich will Togepi nicht im Team haben. Es mag ein süßes Pokémon sein, aber es kann nicht kämpfen. Sorry, Togepi. Ablegen. So. Gut. Und jetzt. Denk. Ich glaube, das sind Käfer-Pokémon. Steht das da? Ja, Käfer. Das heißt, ich werde die Pokémon noch ein bisschen ausrüsten. Mit Gegengiftbären. Haha, ich bin klug. Erhält schon das Item Antipa. Ja, ich möchte es austauschen. Danke. Dann kriegt. Ja, Tyrocrocky. Was? Hallo? Nein, geben. Du kriegst eine Beere und du kriegst. Einfach mal, damit du auch etwas bekommst. Bitte, Beere. So, dann würde ich sagen, sind wir bereit für den Orden. Smetbo nach vorne. Tyrocrock nach hinten, so wie es sein muss. Und auf geht's. Oh, Doppelkampf? Nee. Hallo, ihr zwei. Ja, ich fordere den Leiter heraus. Was habe ich gelesen? Kai? Ja, ich glaube Kai. Hallo, ihr zwei. Weberak. Und, Smetbo los. Die sind Level 10. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Lächerlich. So, tschüss, Weberak. Gift-Pokémon natürlich. Gute Erfahrung. Was kommt jetzt? Ladybug. Ich versuch's einfach mit Sandan. Wir haben genug Zeit. Hat das gerade erst begonnen. So, los, Sandan. Weil. Ja, es ist dasselbe Level wie Sandan, ergo es ist die beste Variante, um zu trainieren. Solange keine Pflanzenattacken oder irgend sowas kommen von denen. Oder sowas, ja. Moment! Was habe ich... Nee, nicht gegen Verwirrung, sondern gegen Paralyse habe ich ihm was gegeben. Netto! Ich bin genial, ich bin so gut. So, und tschüss. Was für was Eva und Ute. Toll. Ja, wir nehmen möglichst viele Trainer mit, ist ja klar. Hier Pokémon sind cool. Genau eines, und das ist Metbo. Wirst du auch gleich selbst zu spüren bekommen, Kleiner. Jörg. Ein Raupi. Was für ein Idiot, der hat ein Raupi Level 12 und lässt es sich nicht entwickeln. Natürlich kann es auch keine Konfusion erlernen, solange es noch kein Smetbo ist, glaube ich. Was? Was willst du genau? Los, vernichte es. Voila. Level 17. Lernt es wieder mal was? Nee, warum auch? Hallo, Hornliu. Ja, ich wechsle auf Sandan. Weil es muss ein bisschen mit dem Level nachkommen. Und Leute. Ich sag gar nichts mehr dazu. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, nee. Nicht vergiften. Fände ich uncool. Oh, Level 12. Ja, kannst du auch noch was anderes? Ja, genau das habe ich befürchtet. Aber der Kampf ist ja gleich vorbei, deswegen geht das schon klar. Warum ist dieses Dreckshornju eigentlich schneller als ich? Was soll der Scheiß? Los, zack! Und was war's? Sandan kriegt nur plus minus eine Menge EP.
Ja, ich bin sehr gut. Aber ich glaube, ich habe noch ein Gegengift. Habe ich. Sehr gut. Für dich und ein Trank lohnt sich nicht. Nein. Hier, komm, kämpfen. Kein Pokémon entwickeln sich früh. Das finde ich sogar sehr vorteilhaft. Hallo Alex. Und wieder ein Hornliu. Level 7. Ach komm, verarsch mich nicht. Hier. Oh, ja. Ihr wisst, wie schnell ich da im Klicken und Drücken von Tasten bin. So. Aber, ja. Wir hatten Glück. Also, was heißt Glück? Für Anschluss ist eh für nichts. Bisschen Erfahrung, was kommt jetzt noch? Ein Bibor, wow! Sandan, hol dir deine Erfahrung ab, weil Level 12 sogar. Bibor irgendwie mag ich es nicht. Und es nervt. Hör auf, meinem Sandan weh zu tun. Das war ja gut. Und? Das macht nicht wirklich viel Schaden. Ja gut, ich muss wechseln, ich sehe es ein. Hör auf. 2, gut. Vamps. Wechseln zu... Nein, zu Smetbo. Tyrakok ist Level 19. Hallo, was ist los? Spinnt der Typ, sein Vieh so zu trainieren? Nee. So, jetzt. Nein, klar, ich habe meins mit auch ein bisschen trainiert zu Beginn, nachdem ich es gefangen habe. Aber hätte ich ihm einen Raub hinterlassen sollen zum Kämpfen oder was? Wäre noch schlimmer gewesen. Hallo. So. Und auch du kriegst den Sternschauer ins Gesicht. Weg. Das hätte gut. Ja, es gibt sogar Erfahrung. Habe ich vergessen. Er lernt Sandwirbel nach. Herzlichen Dank auch. Kokuna. Lass mich raten, es kann lediglich Härtner. Nee, verdammt, es kann auch Giftstachel. Vorausgesetzt, er hat sich ein Hornliu gefangen und nicht bereits ein Kokuna. Ah, wir werden sehen. Ne? Härtner, ja. Das sind immer Superkämpfe. Dauern meist verdammt lange, weil sich das Ding immer wieder Herznet, was weiß ich, seine Verteidigung erhöht und aber wir können aber völlig drauf wämsen, ohne dass wir irgendwelche Angst haben müssen, dass uns was passiert. Auch schön. Was sagt die Zeit? Ich darf nicht allzu... mir fällt das Wort nicht ein. Ich muss schon ein bisschen auf meine Zeit achten, denn wenn Ocker den Orden kriegen würde, das würde mich doch schon ein bisschen nerven. So, Kratzer. Und das war's. Ja, ich habe zwar noch genug Zeit, aber ich möchte es nicht riskieren, mir den Orden gehen zu lassen. Deswegen, hallo Kai. Ich bin Kai, ich verliere nie, wenn es um Käfer-Pokémon geht. Du wirst gleich gegen Smetbo antreten, Junge, du wirst verlieren. Und was kommt eins? Wolle was zum Level 14. Aber es ist ein Safcon, es kommt bloß Härtner, hoffe ich. Deshalb los geht's, Sandan. Ja. So, so kannst du trainieren. Wow, du kannst doch was anderes, Respekt. Ja, ich hoffe jetzt, dass Hochfalltreffer. Aber ich will es jetzt nicht riskieren, dass Sandan hier irgendwie abkratzt wegen einer Ultra-Attacke, die Safcon plötzlich hervorzaubert. Na gut, es macht nicht. Nein. Es macht nicht viel Schaden, das passt. Hör auf damit. Du gehst eh drauf, also. Wow, wir verbringen den ganzen Part in dieser einen Arena, die vollgestopft ist mit Käfern. Toll. Bams. Wow, das ist ein spannender Kampf. Nochmal Kratzer. Ich hätte Sandan den Sternschauer beibringen sollen. Aber das lernt bestimmt noch starke Attacken. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wann und was, aber ich bin da guter Dinge. Und kann es sein, dass dieses verdammte Safcon
gerade mein Sandernmast? Das kann verdammt doch mal gut sein. Verdammt, muss ich jetzt tatsächlich nochmal einen Zwang verwenden? Danke. Sag Volltreffer Sand. Leider nein. Zerkel. Drei, ja, langsam muss ich aufpassen. So, aber der nächste Kratzer entscheidet das Ganze. Und Bams. Und ich würde sagen, das reicht für Level 12. Nee, ich habe getauscht. Wieso habe ich getauscht? Bin ich dumm? Ich behalte es mal drin und wechsle in der nächsten Runde. Bloß damit es noch ein bisschen. Nein. Damit es ein bisschen Erfahrung kriegt. Kyberschock muss ich nach wie vor nicht trainieren, habe ich ja gesagt. Aber soll mir recht sein. Ja, hört natürlich bloß. Das nützt dir überhaupt nichts. Konfusion. Ohne das einmal Härten hätte es funktioniert, aber wir haben Sternschauer. Wusch. Ein bisschen was. Und Level 12. Und wer reicht? Nichts. Erlernt, wollte ich sagen. Wow, Sichlor. Auch ein cooles Pokémon. Level 16, ja, da. Ja, ich setze einfach Sander nach vorne. Wie gesagt, kostenloses Training sozusagen. Jetzt, nein, Sichlor ist nicht Gift-Typ. Wisst ihr was? Ich mach's lame. Ich mach es lame. Ja. Weshalb mach ich es lame? Weil ich's kann. So. Weil ich habe keine Ahnung, was Sichlor alles für Attacken drauf hat und ich möchte es nicht riskieren, dass mein liebes Medbo drauf geht. Ja, bringt das mehr? Fuck. Bringt das mehr, hallo? Wohl kaum. Naja. Aber das hier ist doch bestimmt was. Ha, jetzt hört doch mal auf. Hier. Hahaha. Ja, und ansonsten kann ich es mit auch noch mal heilen, das ist jetzt nicht das Problem. Schadet. Und Sternschauer. Ja, und wenn ich es nicht mehr zum Heilen habe, dann möchte ich eben auf Tyra Croc, ist mir auch egal. Aber ich habe noch einen Trank und ich werde ihn jetzt einfach mal. Ja, ich werde ihn einfach mal einsetzen, so frech wie ich bin. Was zum Teufel? Oh, verdammt, habe ich vergessen, die wird ja immer stärker. Super. Fast. Ja, wahrscheinlich wird es mit jetzt gleich mit einem Schlag. Nee, er macht was anderes. Vielen Dank. Geh jetzt endlich drauf, verdammt. Nein. So, hier. Ja, das darfst du machen. Kein Problem. Ja, so, das war's. Und Sandern auch. Ja, das gab noch schön was. Erstaunlich. Ja, mit dieser Zornklinge, da war ich jetzt ein bisschen überfordert gerade im Moment. Insektenorden, ja, danke. Meins! Vorzüge. Ja, Level 30, Zerschneider. Gut. DM 49. Ist das die Zornklinge? Bestimmt. Ja. Gewinnt die Attacke jede Runde an Stärke. Je länger. Ja, habe ich dann im Nachhinein auch herausgefunden. Kann das irgendwer lernen? Sander? Komischerweise? Was weiß ich? Tatsache! Ah, einfach mal so. Einfach mal so. Ja, weil, in Feuerrot haben wir auch festgestellt, dass Fukano Aeroas erlernen kann, eine Flugattacke. Ne? So, und ich werde jetzt ins Pokémon Center gehen, unsere Pokémon heilen. Noch kurz dann nach vorne setzen und zwar so. Und Beeilung, komm. Guten Willkommen, guten Tag, heilen. Ja, danke schön. Was hat die Zeit? Gut, passt. Lalalala. Vielen Dank, Pokémon Fit. Bis dann, tschüss. So, und Ocke hat mich vor der Arena stehen lassen, dann mache ich das auch so, aber ich gucke in die andere Richtung und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.